Miau. Gebirge, wie man ja sieht, und zwar das Ganze im Ural. Komme ich hier nicht weiter? Im Ural spielt das Ganze. Da ist was. We are sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word, because we are running around trying to finish up packing anything else. Nee, wollte ich doch gar nicht. Mach denn das Buch auf? We are sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word. We are sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word, because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Food cans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Damn it, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. We're leaving the room in a complete mess. So, we made it to the train station. We're singing all the songs we know and making up new ones as well. Everyone is so excited. Finally, at around 3 a.m., we go to bed. I wonder, what is awaiting us when we get there? What will we see? How far will we make it? I hear the rest of the group breathing peacefully, and it's snowing outside. Okay. Ja, wir werden das so machen. Es wird ja vorgelesen. Und dann wird das so machen. Ich würde es einfach lesen lassen. Ihr könnt euch das dann in Ruhe durchlesen. Auf der rechten Seite steht es dann halt immer auf Deutsch. Schauen wir mal, ob wir hier rüberkommen. Also schlechte Erfahrungen gemacht. Ne? Konnte nicht schlafen, ist immer bis 3 Uhr nachts weggegangen, also aufgeblieben. Ich höre hier schon wieder einen Zettel irgendwo. Irgendwo. Da sind wir runtergefallen und gestorben. Okay. Runterfallen darf man. Okay, hier sind wir. Kommen wir denn jetzt da oben hoch? Ist hier noch ein Weg? Wollen wir nicht runterfallen? Wenn wir da nicht weiterkommen, dann schaue ich gleich mal auf der anderen Seite. Fahren wir hier. So. Hier irgendwo lang. Können wir nicht lang. So. Bevor wir runterfallen, dann gehen wir hier wieder zurück. Da kommt man hier.
die irgendwie raus? Nö. Dann gehen wir zurück, dann müssen wir irgendwie da unten lang. Runter? Ohne mich zu verletzen? Dann muss ich ja über die Brücke darüber. Schau mal, hier runterfallen kann, ohne mich zu verletzen. Seite irgendwie. Ja, das ging super. So. Haben wir hier die Brücke. Da oben müssen wir hoch. Da ist die Brücke und dann müssen wir uns irgendwie nach oben rechts durchschlagen. Langkommen. Kommen wir nicht lang. Ja, einfach mal rumgehen. Ja, da oben hochkommen. Da wahrscheinlich. Irgendwo muss es hier an der Seite hoch. Hier jetzt lang. Alles so ein bisschen versteckt. Ist auch nicht lang. Oh. Komm mal, wo ist hier hoch? Hier muss es hochgehen. Hier irgendwie hinkommen. Fest oder was? Oh nö, ich hänge irgendwo fest. Ernsthaft, Leute? Okay, es gibt hier einen kleinen Cut und dann schalte ich ein, sobald ich mich hier befreie. Da bin ich schon zurück und man musste einfach von hier oben, wo wir auch von der Brücke gekommen sind, einfach gerade hier rüberlaufen und dann kriegt man hier diese Nachricht und wir schauen einfach, was da drin ist. Okay, ist ohne Ton. Zwerg ist ein, kann man das ranzoomen? Das kann man ranzoomen. Zwerg ist eine geschlossene Stadt in der Oblast Tomsk, Russland. 50 km nordwestlich von Tomsk am rechten Ufer der Tom gelegen. Befindet sich in den Händen von Rosatom, Russlands föderale Agentur für Atomenergie. Die Stadt wurde 1949 gegründet und führt den Namen Yati Borchowski. 1956 erhielt der Ort das Staatsrecht. Die Stadt verfügt über mehrere Kernreaktoren und Chemiewerke zur Trennung, Anreicherung und Wiederaufbereitung von Uran und Plutonium. Aus der russischen Forschungseinheit für Naturphänomene bis 1991 zur Forschungseinheit. Die Einheit konzentrierte sich auf die Forschung von Naturkatastrophen in Russland. Okay. Ist dann hier vielleicht eine Naturkatastrophe passiert?
deswegen meine Kollegen verschollen oder die Leute, auch immer. Dann hätte ich ja bestimmt auch anders hinbekommen. Und hier, wenn ich hoch dann. Hier kommt man nicht hoch. Okay, das ist der einzige Weg dort oben gewesen. Dann gehen wir hier mal zurück. Sehr, sehr leicht verlaufen. Schauen wir mal auf die Karte. Da haben wir Zettel gefunden. Schauen wir mal, ob wir hier irgendwie jetzt Richtung Norden gleich weiterkommen. Da geht es nicht lang.
deinen Zettel. Da schauen wir gleich nach. Schauen wir mal, können wir hier lang? Nein. Okay, suchen wir mal den Zettel. Irgendwo sein. Mysteriöse Lichter über den Kosmodrom Svobodny. Das ist echt schwer zu lesen. Namen. In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli werden mysteriöse Phänomene am Himmel beobachtet. Zeugen sagten aus, sie hätten eine grell-orange Kugel gesehen, mehrere Male über die Stadt zog, chaotisch Bewegung vollführte, schlagartig ihre Flugrichtung ändern. Schließlich war das Spektakel vorüber und die Kugel verschwand. Luftfahrtexperte Mario Girka: Kein fliegendes Objekt, das wir kennen, ist in der Lage, sich auf dieser Art und Weise zu bewegen. Das Militär und das Personal des Kosmodroms spiegelten unsere Frage ab, distanzierten sich von dem Ergebnis und gaben zu Protokoll, dass weder Aktivität aufgezeichnet noch Tests durchgeführt worden seien. Okay. Aufheben oder? Ja, auch nicht weiter. Aber ganz schön ein Stückchen runter. Das ist auch cool. Guck mal, ich schaue nach oben und dann geht die Kamera auch, die Taschenlampe auch so ein Stück Zeug nach unten. Sehr geil gemacht. Okay. Schauen wir mal weiter. Kirche oder sowas. Wollen wir uns hier anschauen oder wollen wir erst hier schauen? Okay, da geht's nur nach unten. Okay, wir schauen uns die Kirche an, Leute. Da ist auch gerade irgendwie Nebel oder sowas. Okay, wer bist du? Was kann ich mit dir machen? Bist du auch weg? Gerade oranger Nebel, was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, ob wir zur Kirche kommen. Haben wir hier irgendwo jetzt eine Kirche verzeichnet? Da haben wir den Zettel. Das ist 46N32E. Haben wir hier gar nicht drauf. Mal weiter. Waren wir schauen, dass wir hier irgendwie zur Kirche kommen. Ist wieder was. Was ist das? Fußspuren. Jetzt aber auch böse runter.
Spitze ist da. Jetzt sind wir doch falsch, oder? Ah, oh, wer bist du denn? Kannst nichts Gutes verheißen. Wer bist du und was machst du? Leuchte den mal an. Kommst du näher? Bist du für ein Vieh? Ich hab grad ein bisschen Schiss. Ist bestimmt nicht gut. Die Bäume kannst du uns nicht sehen, oder? Alter! Boah, ich... Was ist das? Okay. Sagen bis hierher. Machen wir jetzt ans Schneiden. Wo sind wir jetzt hier? Okay, wir sind hier an dieser Stelle. Das ist ein guter Speicherpunkt. Ich mache mir jetzt ans Schneiden und sehe zu, dass ich die erste Folge hochbekomme. Ich danke euch an dieser Stelle schon mal vielmals fürs Zuschauen. Das werden bestimmt so 2 Folgen sein. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei meinem Let's Play Collard. Wie gesagt, alles Wissenswerte über die Originalstory findet ihr in der Videobeschreibung. Also haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.